Hallo und herzlich willkommen zum Community Update im November 2023. Auch wenn es nicht so aussieht, der Winter steht vor der Tür und wir haben ein kleines Jubiläum. Es gibt diesen Community Update Post seit einem Jahr. Grund genug, ihn für mich einmal öffentlich zu stellen, einfach um zu zeigen, ja, worum es darum geht, ne, dass ihr als Kanalmitglieder im Grunde verschiedene Vorteile genießt. Der eine Vorteil ist, dass ihr die Videos immer schon ein, zwei Tage vor den anderen seht, wenn das mal nichts ist. Dann gibt es immer mal wieder Bilder aus meinem Alltag, wo irgendwelche Sachen, die mit Elektromobilität zu tun haben, die mir besonders wichtig sind, einfach mal ganz kurz in Text, in Wort zusammengefasst wird. Das seht ihr auch auf meinem Kanal, wenn ihr Kanalmitglied seid. Und es gibt diesen Community-Post einmal im Monat. Da wird es dann ziemlich persönlich. Das heißt, es geht also um meinen Job, um die Familie, um die Videos, die ich plane, um die Zeit, die schon vergangen ist, was wir da gemacht haben, was wir geschafft haben. Also ein ziemliches persönliches Update. Also das, was ihr jetzt seht, wird es normalerweise nie wieder geben, es sei denn, ihr werdet Kanalmitglied. Dazu lade ich euch recht herzlich ein. Für gerade mal 99 Cent im Monat geht es mir dabei natürlich nicht ums Geld, sondern es geht einfach darum, euch ein bisschen dichter zu sein, euch ein bisschen näher zu sein. Dieses Video wird jetzt nicht ganz so persönlich wie die anderen, einfach weil es jetzt ziemlich öffentlich ist. Aber dennoch gibt es einen kleinen Einblick, was ich so plane, in diesem Post euch nach draußen zu tragen. Ja, was war los im November? Der November war ziemlich verregnet bis dato. Wir haben im Grunde jetzt einen Urlaub verbracht mit dem MG5. Wir waren an der Ostsee in Prora. Auch wenn ich ein ziemlicher Freund bin von Roadtrips, auch wenn diese ziemlich viel Arbeit machen, ne, mit Filmen über mehrere Tage, mit Drohnen, mit verschiedenen Kameras, mit verschiedenen Tonen und sowas, Aufnahmen. Das ist eine ziemliche Arbeit immer, die dahinter steckt. Habe ich mich dazu entschlossen, das diesmal nicht zu machen. Einfach mal, weil ich ein bisschen Ruhe brauchte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass es also entweder hat es geschüttet wie Sau oder es hat gestürmt. Das heißt also, ich hätte eh nichts irgendwie vernünftig aufnehmen können, was so den Ton angeht. Insofern habe ich es dann einfach gelassen. Wäre aber auch nicht so spannend gewesen, weil wir die 800 Kilometer, ich glaube, mit zwei Ladestops irgendwie fast durchgefahren sind. Und das Laden war halt eben einfach zwischendurch, ohne dass man da jetzt daneben stand. Also insofern, das Elektromobilität selbst im Norden von Berlin Richtung Mecklenburg-Vorpommern Ostsee ist mittlerweile auch überhaupt gar kein Problem mehr. Aktuell beschäftige ich mich relativ viel mit diesem kleinen City-Flitzer hier. Das ist ein M1, also ein richtiges Auto, auch wenn es nicht so aussieht. Ein Zweisitzer, ja, Team Steckerbiker darf natürlich nicht fehlen, die Magnettafel. Der Elaris Pio, den ich mir vor kurzem geholt habe als Ausgleich für die Orange, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Ladesäulen doch sehr häufig blockiert sind und die 40 Kilometer Reichweite im Winter dann doch schnell ein Problem werden können. Also wenn ich da nicht laden kann und der Akku ist leer und ich komme dann tatsächlich nur ein, zwei Kilometer weit, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Deswegen halt hier 27 Kilowattstunden Akku. Und das Erste, was ich gleich umbauen musste, waren natürlich die komischen Halogenlämpchen da mit drin. Wir haben ringsherum LED-Tagverlicht und all so ein Kram. Und in der Mitte war dann diese gelbe Funzel. Ich verlinke euch gerne mal das Video von der Abholung. Ich habe kaum was gesehen. Also es war nass, regnerisch, kalt und diese komischen gelben Lichter nach vorne. Absolute Katastrophe, wenn man LED-Licht gewohnt ist. Ansonsten echt ein cooles Mobil. Das macht total Spaß, damit zu fahren, auch wenn es so sehr klein ist. Und was soll ich sagen? Ich bin total begeistert von der Reichweite. Wir haben jetzt also hier nicht mal 50% runter und haben noch knapp 150 Kilometer Rest drin. Das heißt also, um die 260 bis 300 Kilometer sind mit dem Fahrzeug überhaupt gar kein Problem. Noch habe ich so einen Akku nicht einmal leer gefahren. Es gibt so zwei, drei Problemchen, die noch beackert werden müssen. Weshalb ich auch schon bei Laris, sprich bei Euromaster war. Einmal geht die Hupe nicht. Das ist ein bisschen doof. Komischerweise hätte ich die in diesem Auto doch öfter schon mal gebrauchen können. Die Lenkstange quietscht ein bisschen beim Lenken und irgendwie hat das Auto keinen GPS-Empfang. Da müssen wir auch mal nachschauen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich darüber noch ein Video mache, weil das natürlich eine ziemlich holprige Angelegenheit war. Also ich habe es hingebracht, habe gesagt, Hupe ist kaputt, das ist nicht in Ordnung, habe es dann eine Woche später abgeholt. Der Mensch dort sagte dann, ja, Hupe ist kaputt und quietschen ist im Gelenk, nicht in der Lenkstange, sondern unten an der Umlenkung. Und ich kriege kein Geld, sagt er, alles gut. Ich dachte, ist ja super, drücke ihm 20 Euro Trinkgeld in die Hand, fahr los, will hupen. Geht die Hupe nicht, ich gehe wieder rein zu Euromaster und sage, habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig verstanden oder zugehört. Naja, jedenfalls ist es dann so, dass sie jetzt ein Ticket erstellen bei Elaris, weil er ja noch unter einem Jahr alt ist und dann sozusagen die Garantie in Anspruch genommen werden kann. Und die sich dann melden, wenn das Teil da ist und das dann einbauen und dann gut. Und da frage ich mich, kannst du das nicht einfach sagen? Kannst du nicht sagen, pass auf, wir müssen da eine Reklamation machen und dann kommt das Teil geliefert und dann bauen wir es ein und dann ist gut. Also spannende Sache, auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Was am Anfang gar nicht so schlecht lief, sich dann aber doch als, wie sagt man so schön, Rohrkrepierer herausgestellt hat, ist die Zusammenarbeit mit Aixam. Die bieten jetzt an ein E-Aixam, also sprich ein L, was ist das, L7?
BMW L6E-Fahrzeug, 45 km/h, L6E, genau. Da bin ich, hatte ich mal hingeschrieben, dass ich Fahrzeuge gerne ausführlich teste, ne, wie ihr das erkennt. Und dann hieß es auch, ja, Mensch, das klingt ja gut, willst du dafür Geld haben, worum geht's? Erzähl uns doch mal so ein bisschen was von dir. Und dann eine Woche später kam eine Mail, ja, wir suchen aktuell keinen Werbepartner, es tut ihnen ganz doll leid. So, habe ich schon gedacht, na, ach du Scheiße, das fing ja eigentlich ganz gut an. Und dann endet es ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob die Leute das mit diesem starken Testen von mir nicht so richtig mögen, also sprich dieses Ausführliche, oder ob es jetzt wirklich irgendwie nur einen anderen Einfluss hatte, keine Ahnung. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es so das richtige, die richtige Ausrede dazu war. Es gibt auf YouTube einen Laden, der nennt sich Club Gamma Fahrzeuge, der vertreibt relativ viele Eixam-Fahrzeuge, hat auch ziemlich viele Videos online. Habe ich den mal gefragt, weil der halt eben wirklich durch Deutschland fährt und die ganzen Teile für die Autos liefert und die Fahrzeuge liefert und auch viele Kunden hat. Auch da hieß es, ja, ist ja toll, dein Engagement und so, aber wir brauchen keine Zusammenarbeit. Dritter Punkt, den ich hätte nutzen können, war der Händler in Berlin. Der hat dann geschrieben, er hat nur Dieselfahrzeuge da, also insofern fällt das flach. Ich renne den Leuten auch nicht mit daher. Wenn jetzt von euch da draußen jemand ist, der sagt, ich komme aus Berlin-Brandenburg, habe ein E-Eixam, stelle ich dir gerne mal 2-3 Tage zur Verfügung, nehme ich natürlich gerne an. Ansonsten ist das Thema dann für mich erstmal durch. Ansonsten bin ich happy darüber, wie der Kanal wächst. Wir werden immer mehr, die Community wird immer größer. Das macht total viel Spaß, auf eure Antworten zu reagieren, zu fragen, zu gucken, wie seht ihr das, wo ist euer Input. Wir stehen kurz vor den 7000ern und ich habe euch ja schon in Aussicht gestellt, dass ich immer so ein kleines, eine Zero S, auch nicht schlecht, ja, sieht man auch selten, immer so ein kleines Special mache. 7 ist meine Lieblingszahl, 7000 steht vor der Tür, das bietet sich natürlich an. Hier habe ich die Firma Oro Kajak angeschrieben. Ob sie nicht Bock hätten, von mir so ein Kajak testen zu lassen. Hintergrund ist der, dass ich im Grunde ja gerne auf dem Wasser unterwegs bin. Habe auch ein Kajak zu Hause bei meinen Eltern liegen seit ein paar Jahren. Aber das ist einfach so schwer. Das braucht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man es aufgebaut hat und wieder abgebaut hat. Und das ist halt eben nichts, mal schnell zum See fahren oder zum Fluss und dann mal eine Runde fahren. Und die haben tatsächlich zugestimmt. Und was ich ziemlich cool finde, kriege ja mittlerweile einige Anfragen. 100% von denen lehne ich quasi ab, weil einfach das einfach nichts mit dem Kanal zu tun hat. Also letztens sollte ich Brautkleider testen. Keine Ahnung, hätte mir wahrscheinlich ein paar Klicks gebracht, aber weiß nicht, ob ich da reinpasse. Oder viele erwarten halt oder sagen halt eben schon, was ich machen soll. Und das finde ich halt nicht gut. Und es gibt ja gerade einige Kanäle, die so ein bisschen ins Straucheln kommen, was so die Finanzen angeht. Ob es jetzt nun von YouTube mit diesen ganzen Werbeeinnahmengeschichten oder halt eben von den Kooperationspartnern, dass die einfach dann sozusagen sagen, ich will gar nicht so viel Werbung machen. Und ihr könnt euch sicher sein, hier wird es relativ wenig Werbung geben, außer das, was halt natürlich bei YouTube dann irgendwie vorgeschlagen wird. Aber jetzt von außen mache ich nur Sachen, wo ich wirklich hinterstehe oder die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß machen oder die irgendwie so in dieses Thema Mobilität mit reingehen. Und dieses Bootsthema finde ich ziemlich spannend, weil es gibt sozusagen kein deutsches Video so richtig. Und wenn, dann sind das alles nur Profis und Globetrotter, von denen ich ausgehe, dass sie wissen, wie man so ein Boot zusammenbaut. Wobei die Werbung von Oro im Grunde so ist, dass da eine Dame im Büro sitzt, die dann sagt, oh, ich hätte gern jetzt mal ein bisschen Freizeit und Grünzeug. Ne? Also ich wäre sozusagen einfach wirklich der Anwender, der damit eigentlich noch nie was zu tun hatte, der wirklich von vorne an das ganze Boot mal testen kann. Und die einzige Voraussetzung war, dass ich nicht eine Warnweste trage, das war was anderes, eine Schwimmweste trage und dass ich 30 Tage Zeit habe, das Video zu machen. Die sind jetzt schon ziemlich lange drüber. Also das ist auf jeden Fall das nächste Projekt, was in jedem Fall ansteht. Oro Kajak Lake habe ich bekommen und das werde ich für euch testen, ohne irgendwelche rosa Brillen oder sowas. Das wird wieder ziemlich knallhart. Ich hoffe, ohne Reinfall im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das im Kasten ist, dann geht es weiter mit dem Skyteam E-Mini-Roller. Da bin ich jetzt schon bestimmt 120 Kilometer mit gefahren. Hatte ich schon mehrmals angesprochen. Ich möchte gerne 3-4 Akkuladungen haben, dass ich halt eben dann wirklich die Reichweite erziele, die es halt eben auch wirklich macht. Bin bis jetzt super zufrieden. Es gibt so 2-3 Sachen, die kläre ich gerade noch mit dem Vertrieb. Das wird dann hoffentlich auch noch im November irgendwie stattfinden, dass ich das irgendwie dann auch fertig bekomme. Und für November, Dezember gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das Wetter deutlich schlechter wird. Und insofern habe ich mir dann den Controller für die Super Soko TC aufgehoben. Das werde ich dann wahrscheinlich im Laden drehen. Ihr könnt diesen Monat vielleicht noch gespannt drauf sein. Ich habe mit Patrick zusammen ein Video gemacht. Andersrum, Patrick hat mit mir ein Video zusammen gemacht über eine 12-Volt Bordsteckdosen-Erweiterung, schweres Wort, bei den Zero DSR-X und SRS. Vielleicht kommt das diesen Monat noch und ihr solltet euch unbedingt eintragen. Letzter Donnerstag im Monat auf dem Kanal von Party Electric um 20 Uhr der Stecker Biker Live Talk. Diesmal wieder zu uns
bei zu Gast nach einem Jahr. Mark Travels, dem YouTube-Kanal, da freue ich mich schon mega drauf. Am besten abonniert ihr mal den Kanal von Patrick, weil da gibt es auf jeden Fall vorab nochmal Informationen darüber, wie ihr uns fragen und auch noch Sachen zukommen könnt, die ihr vielleicht dem Mark stellen wollt. Ja, ansonsten wird es erfahrungsgemäß in den kalten Monaten immer so ein bisschen ruhiger. Ich werde mich natürlich immer mal melden. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann kommentiert doch gerne oder schickt mir eine Mail, wie auch immer. Also ich bin auf jeden Fall nicht weg, aber ich mache jetzt nicht irgendwie nur ein Video des Videos wegen. Soweit kennt ihr mich ja schon. Insofern, ja, war es das für diesen Community-Post. Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, lade ich euch, wie gesagt, recht herzlich ein. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und kommt gut über die graue Jahreszeit. Bis bald. Ciao, ciao.